Moin, Schrankeleute, jetzt seid ihr wieder da, wo ihr hingehört. Und es kann losgehen. Ich habe ja gestern ein Video gemacht, wo ich meine zwei neuen Errungenschaften vorgeführt habe. Entschuldigung. Und zwar den Gillette Tech Medic und den Gillette Track 2. Den Track 2 werde ich heute mal benutzen. Ich war bei CVS und habe mir da ein paar passende Klingen geholt, beziehungsweise Kartuschen. Gillette Track 2, das sind Track 2 Plus, also reine Track 2, die klassischen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich sie mal gesehen habe oder ob das eigentlich die hier sind, die ich mal gesehen habe. Auf jeden Fall findet man in Drogerien eben diese Track 2 Plus Klingen. Sind im Grunde Track 2 Klingen, haben aber auch so einen Lubra Strip, so einen Gleitstreifen. Ist kein Problem, ist nicht ganz authentisch wie die Originalklingen, die ich auch hier in der Track 2 Verpackung habe. Aber wird schon gehen, kommt nah genug dran. Ansonsten, wenn ich das richtig authentische Erlebnis will, muss ich diesen Lubra Strip halt abpulen oder ähnliches. Ja. Aber so kann ich den Track 2 heute mal in Action probieren. Dazu gibt es natürlich auch zeitgemäße passende Produkte. Ja, es ist Nachmittag, ich war schon bei der Uni und bei der Arbeit und so. Deshalb sind die Haare schon gemacht. In den Haaren ist heute passenderweise Groom and Clean. Das ist wahrscheinlich eines der ersten Haargels aus den 50er Jahren, ich glaube von 1959. Also ich habe es euch in einem anderen Video schon mal vorgeführt. Es heißt Gel, es sieht aus wie Gel, verhält sich aber mehr wie Frisiercreme, ähnlich wie Brill Cream. Ich mag es auf jeden Fall gerne, ist ein gutes klassisches Haarprodukt. Und wie man sieht, bekommt man damit auch eine ganz ordentliche Frisur hin. Ja? So, das ist, was die Haare betrifft. Und dann gibt es natürlich auch gleich passende Rasurprodukte. Und zwar passend zum Gillette Rasierer gibt es einen Gillette Rasierschaum, den es auch schon seit den 60ern oder vielleicht seit den 50ern gibt, bin mir nicht ganz sicher. Gillette Foamy, ja. Den finde ich nicht ganz so gut wie Barbasol. Barbasol ist ja eigentlich mein Lieblingsdosenschaum, der Klassiker schlechthin. Aber im Grunde ist es auch kein schlechtes Produkt. Ja, riecht ganz angenehm. Ich finde von der Konsistenz her ist Barbasol so ein ganzes Stück cremiger und fester, was mir ganz gut gefällt. Aber der passt heute eigentlich ganz gut. Ja? Also Gillette Foamy. Und dann gibt es natürlich ein passendes Aftershave. Ich habe jetzt kein Gillette Aftershave oder sowas. Aber der Rasierer Track 2 ist ja aus den 70ern. Und ein Aftershave, das super zum 70er Thema passt, ist natürlich Aqua Velva Mask. Ja, dann kann es gleich losgehen. Erst mit dem Rasierer aus der Verpackung entnehmen. Ja, da ist er, gestern vorgestellt in meinem anderen Video, der Track 2. Und da muss ich gleich mal gucken, wie ich am besten an die Klingen rankomme. Übrigens interessanterweise Made in Poland. Sieht man hier, wenn ihr mal gucken möchtet. Cartridges Made in Poland. Polska. Was heißt in Polen auf Polnisch? Ist es dann Polsku oder sowas? So, das Öffnen der Verpackung verläuft so ein bisschen chaotisch, das ist aber kein Problem. Die Verpackung hier muss ich, glaube ich, nicht aufbewahren. Die Hauptsache ist, dass ich an die Klingen rankomme. Ah, das sind zwei so einzelne Päckchen. Jetzt ist hier ein Platz frei. Ich nehme an, da kann ich dann die alte Klinge drin lassen. Okay, ah ja, so. Jetzt ist die alte Klinge hier eingerastet. Und dann kann ich den Rasierer seitlich abziehen. Und diese Dummy-Klinge ist jetzt hier in der Verpackung. Und dann kann ich jetzt den Rasierer seitlich in die erste Klinge, ist auch richtig rum, ja. Seitlich in die erste Klinge einführen. Zack. Und dann die Klinge entnehmen. Super, ganz tolle, innovative Sache. Hauptsächlich innovativ, um damit mehr Geld zu verdienen als mit Rasierhobeln. Aber gut, aus heutiger Sicht ist das hier auch schon wieder vintage und klassisch. Ja? Okay. Dann gibt es ein bisschen, vielleicht ist ein bisschen Wasser fürs Gesicht. Ich bin
man das bei meinem spärlichen Bartwuchs vielleicht ein bisschen erkennen kann. Ganz kleines bisschen stoppelig, ist, glaube ich, so ein 2- oder 3-Tage-Bart, so sieht der bei mir aus. Also Zeit, dass es wieder abkommt. So, ich könnte jetzt natürlich diese 70er-Jahre-Rasur, ja, wir befinden uns jetzt vielleicht im Jahr 1971, könnte ich natürlich noch mit passender Musik unterlegen. So ein bisschen fetzige Rockmusik von Anfang der 70er. Das Problem sind dann aber Urheberrechte bei YouTube. Das habe ich bei einem Video schon mal gemerkt. Vielleicht habe ich ja so ganz aufmerksame Zuschauer, die sich noch erinnern, dass ich mal ein Video zu Feinprodukten gemacht habe. Ja, da hatte ich mir alles Mögliche von Fein bestellt, also Rasierseife und Rasiercreme. Mein Pinsel, den ich immer noch sehr häufig benutze, mein Feinpinsel, dann den Fein Marvel Hobel und ein Fein Aftershave und hatte das Video, ich glaube, ich hatte das in Schwarz-Weiß gemacht, damit das so ein bisschen altmodisch wirkt und hatte das so mit so ein bisschen 30er Jahre Jazz-Gedudel unterlegt und wurde kurze Zeit später von YouTube gesperrt. Ja, deshalb, ja, das Video ist weg. Also ich kann es noch sehen, aber es ist halt für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Deshalb muss ich die Musik leider weglassen, auch wenn jetzt mir sofort Sachen einfallen würden, die total super passen würden. Ja, okay, dann wagen wir es mal. Die Rasur mit dem ersten Systemrasierer der Welt. Auch wenn die Klingen nicht 100% authentisch sind, aber wie ich in einem anderen Video schon erwähnt habe, ich möchte die gerne in der Verpackung lassen, damit das so ein bisschen im Originalzustand bleibt. Ja? So. Das fühlt sich gerade sehr ungewöhnlich an, weil wenn ich einen Rasierhobel nehme, ich weiß genau, wo die Klinge ist und genau, wo ich sie ansetzen muss. Und hier ist er jetzt so ein bisschen Platz über der Klinge. Das ist ein ungewohntes Gefühl. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich meine ersten paar Jahre nur mit sowas rasiert habe. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, so vor 8 oder 9 Jahren das Hobeln angefangen. Muss man überlegen, da habe ich noch, ich weiß noch, dass ich da noch in Göttingen gelebt habe. Ich weiß nämlich genau, mit wem ich mich darüber dann das erste Mal unterhalten hatte. Und in Göttingen habe ich bis 2012 gelebt. Also das ist vielleicht eher 9 bis 10 Jahre her. Und sobald ich mit dem Hobel angefangen hatte, da sind dann sofort mein Systemrasierer weg in die Tonne geflogen. Und seitdem habe ich sowas nicht mehr benutzt. Außer zwischenzeitlich für die Rasur unter der Dusche, für die schwer erreichbaren Stellen, hatte ich eine Zeit lang mal noch so Einwegrasierer benutzt, aber auch da benutze ich mittlerweile einen Hobel. Vor allem aus Umweltschutzgründen und es funktioniert auch mit dem Hobel. So im Gesicht. Wieder mit so einer Systemklinge. Ein sehr ungewohntes Gefühl. Und so eingefleischte Hobler werden mich dafür vielleicht verfluchen. Aber das ist mir im Grunde egal. Ich finde das einfach nur, mir kommt es besonders auf den historischen, nostalgischen Wert an von diesem Gerät. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, auf der Verpackung ist ja kein Barcode. Und auf der Verpackung von meinem Tecmatic auch nicht. Und ich habe gelesen, dass Barcodes in den USA 1973, glaube ich, eingeführt wurden. Und der allererste verkaufte Artikel, der mit Barcode angescannt wurde, war eine 10er-Packung Kaugummi. Ja, habe ich gelesen, auf Wikipedia. Das heißt also, die beiden Rasierer müssten, ich weiß nicht, wie konsequent dann auch Barcodes eingeführt wurden, ob dann alles sofort einen Barcode hatte.
Aber wenn dann ab 73 alles einen Barcode hatte, heißt ja, dass die Sachen von vor 1973 sind. Ja. Und der nostalgische Wert genügt mir eigentlich, um mich auch mit so einem Systemrasierer zumindest mal probeweise zu rasieren. Ja. Ja, und für mich selber auch irgendwie nostalgisch, weil Systemrasierer an sich, also nicht der, aber allgemein ist ja das, womit ich angefangen habe, mich zu rasieren. Ja, irgendwann mit, weiß nicht, wie alt ich da war, 16, 17 oder so. Da hatte ich dann irgendwann so einen richtig fusseligen Flaum am Kinn und die Koteletten. So richtig. So kein großer Unterschied zu heute und dann wurde es Zeit. So, das Rasurgefühl damit ist aber erstmal gar nicht schlecht, finde ich. Ja, ich finde es halt an den Koteletten, da wo es genau darauf ankommt, die richtige Kante zu erwischen, finde ich es ein bisschen schwierig, den richtigen Ansatzpunkt zu finden. Aber im Grunde keine schlechte Rasur. Ich kann also schon irgendwie nachempfinden, dass besonders bei älteren Herren in den USA der Track 2 immer noch sehr beliebt ist. So eine Generation, die den Hobel irgendwann hinter sich gelassen hat, aber wohl mit diesem neuen Mach 3 und so weiter auch nicht so viel anfangen kann und immer noch auf den Track 2 schwört. Vermutlich auch ein Grund, warum es die Klingen immer noch gibt. Ja? Und ich glaube, also die habe ich jetzt in der Drogerie nicht gefunden bei CVS, aber außer den Gillette-Klingen gibt es wohl auch noch günstigere von Persona. Also so Persona quasi Track-2-Klingen oder die mit dem Track-2 kompatibel sind. Das ist dann vielleicht auch eher was für Leute, die sich regelmäßig damit rasieren und noch ein bisschen Geld sparen wollen. Denn die, obwohl das schon ein einfaches Modell ist, sind schon merklich teurer als zweischneidige Rasierklingen für Hobel. Ja? Also da habe ich wieder geschluckt, als ich auf den Preis geguckt habe und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass das früher für mich normal war, so unglaublich viel Geld für Rasierklingen auszugeben. Ja. Also das, was ich jetzt für die 10 Klingen bezahlt habe, da würde ich Astra-Klingen oder sowas, würde ich wahrscheinlich Hunderte bekommen. Bisschen übertrieben, aber im Prinzip ist es so. Ja, so. Gut, genug geredet. Ich merke manchmal, wenn ich rede, dann rasiere ich noch so ein bisschen ziellos an einzelnen Stellen im Gesicht rum. Aber ich glaube, im Grunde ist das soweit gut. Es fühlt sich nichts gereizt an. Ich habe auch keine Schnitte oder Kerben oder sowas. Könnte vielleicht ein bisschen gründlicher sein. Ja, deshalb fühle ich immer noch so ein bisschen. Ja, aber im Grunde keine schlechte Rasur. So, jetzt ein bisschen kaltes Wasser und danach ein schönes Aftershave. Und dann würde ich sagen, war das doch ein ganz netter, erfolgreicher Test. Dann kommt jetzt das absolute 70er-Erlebnis Aqua Velva Musk. Wer das noch nicht probiert hat, guckt, ob ihr irgendwie drankommt. Es gab das früher mal wie auch das normale Aqua Velva im Pomadeshop. Aqua Velva haben die seitdem meines Wissens nicht mehr im Programm. Uff. Und der Duft, der zieht einem sofort ordentlich in die Nase, wenn man sich ins Gesicht macht. Und ist aber auch sehr angenehm. Ja. Genau, also Aqua Velva. Es gibt ja das blaue Aqua Velva. Ice Blue, das sehr erfrischende. Und dann gibt es eben noch, meistens in so einer etwas kleineren Flasche, gibt es glaube ich auch in einem größeren Format, gibt es eben dieses sehr schön warm und moschusähnlich riechende Aqua Velva Musk.
Ja, und das, also wenn ihr das irgendwo herbekommt, ich weiß nicht, ob es man in Deutschland aktuell irgendwo bestellen kann. Ich hatte es halt jahrelang nicht und dann irgendwann 2019 im USA-Urlaub sofort in die Drogerie geholt, damit rasiert. Und ein super toller Duft, also eines meiner Lieblings-Aftershaves. Ja, und ich würde sagen, ich bin fertig. Also das war der Test von meinem Vintage Track 2 aus den frühen 70ern. Das heißt, so von 1971, 72, 73 ist er vielleicht. Mit den nicht ganz authentischen Klingen, die sind ein bisschen neuer. Aber ich meine, bei meinen anderen Vintage-Schulen nehme ich ja auch neuere Klingen und keine Original Blue Blades aus den 20ern. Ja, so, das war der Track 2. Was ich dann als nächstes machen würde in den nächsten Tagen, ist natürlich ein Test mit dem Tecmatic. Vor dem drücke ich mich noch so ein bisschen, weil ich dann noch so ein bisschen Respekt vorhab. Aber ich glaube, wenn ich mich da gut genug auf die Rasur vorbereite, vernünftig, ich werde da vielleicht extra gründlich sein, dann sollte ich das auch ganz gut hinbekommen. Ja? Okay, das war's soweit und dann bis nächstes Mal, würde ich sagen. Zurück in den Schrank. Tschüss.